So, weiter geht's mit dem 17. Rennen, mit dem Rennen aus Japan und dem Training. Naja. So. Wie sieht das Wetter überhaupt aus? Scheiße, Regen rennt. Naja, müssen wir mit leben. Willkommen beim Grand Prix von Japan auf dem Suzuka Circuit, der nicht nur beim Publikum extrem beliebt ist, sondern den fast alle Fahrer als ihre Lieblingsstrecke nennen. Wir freuen uns auf das freie Training. Eine der furchteinflößendsten Kurven aller Formel-1-Strecken ist die legendäre 130R. Ein ungewöhnlicher Name, den sie ihrem ungewöhnlichen Design verdankt. Eine Biegung mit einem Radius von 130 Meter. Und direkt danach ein Richtungswechsel. Nach mehreren schweren Unfällen wurde die Kurve im Laufe der Jahre umgestaltet, um eine gerade Einfahrt zu ermöglichen. Dadurch ist sie jetzt eine Linkskurve mit zwei Scheitelbogen. Trotz der Änderungen, mit denen die Kurve sicherer wurde, stellt sie dennoch eine der größten Herausforderungen für Formel-1-Fahrer dar. Sie war auch Schauplatz eines der berühmtesten Überholmanöver von Fernando Alonso, als dieser 2005 Michael Schumacher auf der Außenlinie überholte, während er in die 130R bog. Jo. So, wie sieht das überhaupt beim Training aus, beim Wetter? Trockenes Training 1, sonniges Training 2 und Training 3 trocken. Quali trocken, aber das Rennen verregnet. Ja, wie lustig. Na gut. Japan. Ich gehe mal raus. Ja, es geht immer noch um die Konstrukteurswehr. Deswegen ist es auch so wichtig, hier gutes Ergebnis zu holen. So, wie mal mit dem Training heute. In Japan, das ist so eine Strecke, die mir nicht so besonders liegt, die ich nicht so mag, aber wir müssen uns durchbeißen. Noch im Hinblick auf die nächste Woche, da geht es nämlich nach in die USA. Da habe ich auch sehr schlechte Erfahrungen bisher gemacht in dieser Saison. Zumindest was online betrifft. Aber jetzt fahren wir erstmal in Japan und hoffen natürlich hier wieder auf ein richtig gutes Ergebnis. Es könnte neue Bestzeit geben. Würde es auch.
Eieiei. So, kriegen wir die Zeit immer unterboten da vorne. Ich werde mal rauskauen in der letzten, im letzten Sektor. Sekunde. Reicht nicht für ganz vorne. So, das ist durchaus nicht ohne. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Hamilton, Richter und Pierre Gasly. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. So, na. So. Gut, Training 2.
So. Schauen wir mal, Training 2 auf Rot. Durch die S's hier durch. Geht jetzt schon gleich wieder Richtung Gerade. Neun Verstappen. Wir packen eine Sekunde drauf. Die Runde wird nicht gut. So. Da verlieren wir ein bisschen Zeit. Box this lap.
So, 31,8. So. Das reicht wieder nicht nach ganz vorne. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Bottas, Richter und Max Verstappen. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Und wieder ein Mercedes vor uns. Gut. Ich würde sowas in der Art empfehlen. Bauen wir mal alles um. Im Blick auf die neue Saison vor allen Dingen. So, Training 3. So. Dann gehen wir mal raus. Ich hoffe, es jetzt diesmal wirklich als erster da mal ein Training abzuschließen. So. Alter, 30 Jahre, da waren wir noch. Gut, nur nicht so schnell wie im T2.
haben wir schön liegen lassen. Die Runde wird nicht gut. So. Die Runde ist hier durch. Und versuchen wir nochmal eine Runde. Ich hätte schon wieder fast eine Sekunde Rückstand, nee. Fahren nur die Runde. Box this lap, please. Box this lap. So. Das war's im Training. So. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir noch einmal die drei Bestplatzierten. Richter, Hamilton und Valtteri Bottas. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. So, hätte ich ja was mal geschafft. Hätte ich sie mal vorne. So.
Genau so ist es. So, dann machen wir hier mal Feierabend für heute und dann sehen wir uns morgens im Qualifying wieder.